So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Ich habe in der Zeit, in der ich offscreen ein bisschen tätig war, ein bisschen das Deck umgestellt, weil ich glaube... warum ist eine gute Frage? Aus Jux und Tollerei ein bisschen, weil ich meine Lieblingskarten ein bisschen reingepackt habe und weil ich reingepackt habe, bessere Karten, Karten, die ein bisschen mehr auf sich abgestimmt sind. Wir haben ja mit den Mark Magicken. Ich weiß nicht, die... Das ist anscheinend eine englische Variante. Das ist die, die wir bekommen haben. Das ist die, die ich im Laden gekauft habe. Die sind komplett gleich, aber... Hier steht ein Hagamaria, der zu den Besten zählt. Angriff und Abwehr sind erstklassig. Und was steht hier? Ein finsterer und mächtiger Zauberer mit guter Verteidigung. Einer der allerbesten Magier. Ja, haben wir noch... Ein wilder Drache, der angeblich nur den Harpien gehorcht. Für alle anderen wäre er als Haustier zu gefährlich. Ja, den Harpiens Lieblingsdrachen. Harpien konnte ich noch nicht reinpacken. Dann haben wir Dunkle Magierin. Dunkle Magierin, Dunkle Magierin. Warum? Weil ich habe gesagt, ein bisschen mehr auf dem Abstimmen. Weil, auch wenn es ein bisschen... Ich find, im Nachhinein finde ich es auch ein bisschen blöd. Wenn nämlich ein dunkler Magier auf Friedhof gerät, dann wird sie stärker. Weil mit jedem dunklen Magier auf dem Friedhof wird sie stärker. So, das gleiche wie hier. Ich habe es jetzt dreimal drin. Ich wollte eigentlich noch einen weiteren dunklen Magier reinpacken, ging aber gerade nicht. Dann habe ich ein bisschen ausgetauscht, glaube ich. Ich habe den dunklen Trickmagier. Den gab's, ich habe Joey nicht besiegt, den gab es im Laden, den zu kaufen. Und ansonsten habe ich keine Karten mehr leider reingepackt, weil das nicht ging. Meine ich? Ja, ging leider nicht. Ich hätte gerne noch Harpien drin gehabt, aber ja. Ich habe auch ansonsten ein bisschen eingekauft. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ja, ein bisschen sieht man das. Egal. Du nehmen wir mal zu dem. Vielleicht wird's was. Komm hier, verwenden wir irgendeine Karte, die wir öfters haben. Die hab ich auch, wenn ich die hab hier gern. Ja, das da. Denn wir haben sehr viel Geld, habe ich herausgefunden. Das heißt, habe ich herausgefunden, habe ich festgestellt, ne? Nicht angreifen, sondern Effekt. Doron. Ja, schade mit. Schade. Ist es dunkel als... Nein. Auch was... Wenn das Wasser ist, warum werden denn seine... Okay. Ja, fuck. Er ist ja da, wo es letzte Folge ja auch aufgehört hat. Und selbst mit dem schaffen wir das nicht. Was ist denn das? Ich weiß, ich könnte es in Verteidigungsmodus setzen, aber ich mache das nicht, weil... Ich weiß es auch nicht. Ich muss jetzt im definitiven Verteidigung setzen. Wie ihr merkt, spüre ich gerade viel vor, weil es hat keinen Sinn, ne? Jo. Und yay. Zum Glück geht es ja relativ schnell, bis wir wieder da sind. Jo, fick dich. Ich hasse dich. So, wir greifen jetzt. Ja. Ihn hier als erstes zu ziehen, wenn man als erstes dran ist, ist super. Auch weil wir jetzt ihn hier opfern können und endlich mal eine Karte spielen können, die wir gebrauchen können. Eieiei, okay. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Okay, ich sollte nicht mehr mit den Karten angreifen. Dunkles Magiermädchen, ja. Okay. Ja, jetzt werden wir einfach wenn wir einfach ihn und spielen das dunkle Trickmagier-Mädchen. Ja. Japp. Ich glaube, das ist auch auf meinem Thumbnail drauf. Glaube ich. Bin ich der Meinung, draufgetan zu haben. Ja, ich glaube oben rechts in der Ecke. So. Den Sieg haben wir in der Tasche. Endlich. Der Sieg, deine Kapitän. UFO-Schildkröte. Ja, ist in Ordnung, ne? Ich habe ein paar bemerkenswerte gute Karten. Ja. Was, ein Duell? Willst du etwa das wirklich? Ja, du bist nicht unschlagbar. Ja. Auch wenn dieses Monster immer noch stark ist. Er kann mich mal.
Seine Monster sind jetzt nur noch Durchschnitt. Was ich auch überlegt hätte, was ich jetzt aber nicht getan habe, weil ist mir leider erst nach eben eingefallen, kurz nachdem ich die Aufnahme gestanden habe. Ich hätte ja auch noch eine Yummy-Karte, also so eine Dunkelheitsfeldkarte reinpacken können für eine unnötige Zauberkarte, wie irgendwie so ein Kleber aus, was Angriffe bis 500 ATK Angriff abfängt. Aber das ist mir eben eingefallen und ja. Theoretisch könnte ich gleich mal einfach so aus Jux und Tollerei meinen. Mach ich, glaube ich, auch. Okay. Okay, schade. Ja, ja. Den halt nicht. Den werden wir halt jetzt beenden. Ich hatte überlegt, meinen Magier zu opfern und dann meinen Magier mitzurufen, um zu gucken, wie der deutliche Effekt auswirkt, aber den halt nicht. Senju der 1000 Hände. Was, ich soll verloren haben? Yo. Ich habe auch geguckt, es gibt einige Karten, die ich gerne hätte, wie die magischen Hüte, aber die sind gar nicht in dem Spiel drin. Da hatte ich hier doppelt ein Missstück, meine ich auf jeden Fall. Mach aber dich auf eine Abräumung gefasst. Ja, ein bisschen schade. Es gibt auch die Karte, die Teufelswürfel und Engelswürfel oder so. Finde ich auch super, die Karte. Weil die sind halt total glückbasierend. Keine Ahnung, finde, das hat irgendwas. Und ja. Die Karten sind aber gar nicht im Spiel vorhanden. Geil, muss ich den Verteidigungsmodus spielen. Geil, 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 geil. Christian, ich find's geil. Geil. Mit Glück kriegen wir jetzt eine gute Karte. Das ist okay, ne? Ach, sie kann jetzt nicht angreifen. Die wird zerstört. Okay, ihn können wir klonen, das ist super. Die Karte ist so geil. Okay, okay, okay. Wir könnten jetzt den... Oder so noch besser. Wumm. Und jo. Okay, gerade noch rechtzeitig haben wir die Karte gespielt. Er ist vernichtet. Das sollten wir jetzt eigentlich gewinnen. Denn, oh, dann können wir nicht Marco Tsunami herausfordern. Endlich. Das müssen wir nicht alles nur machen, um Marco Tsunami herauszufordern. Wenn das jetzt... Ich meine, das war so. Und selbst wenn es nicht gestimmt hat, dann haben wir doch ein paar tolle Duelle gesehen, ne? Total. Gewonnen. Jo. Der Gegner hat keine MP mehr. Duell-Sieg. Kapazität im 5 gestiegen. 407 Domino. Beste von Tower. Wow. Okay, ich habe verloren. Wirklich. Jo, 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 jo. Du bist nicht schlecht im Duell, gar nicht übel, aber ich muss dieses Turnier gewinnen, um den Hauptpreis zu gewinnen. Wer mir im Weg ist, kann keine Gnade erwarten. Jo. Du willst dich duellieren? Schön, legen wir los. Du bist Wheelers Freund, ich mach dich fertig. Du und ich, wir spielen um Locator Cards. Das Aufwärmen ist längst vorbei. Klaro. Okay, gute Karte. Geht auch gut weiter. Geht gut los, geht gut los. Wahrscheinlich ist er jetzt schwächer als die anderen. Ah, okay. Okay. Okay, okay. Nee, ich opfer noch nicht den Baby drin. So, ja. Sollen wir jetzt eigentlich gewinnen? Der, die Karten, warum war der Typ vorne stärker als der hier jetzt? Marco Tsunami, das macht doch keinen Sinn. Oder warum hat der bessere Karten da vorne? Hier, noch ein dunkles Magiermädchen. Yo. Jetzt haben wir das Trickmagiermädchen und das Magiermädchen. Ach, da, jetzt, das sehe ich jetzt auch gerade, dass man das verdeckt, dass da, wo das da steht, dass die Karte verdeckt ist. Naja, dein Gegner hat keine LP mehr. Duell siegt, die Kapitän in 35 gestiegen. Du hast 5000 Dominanten. Legendärer Fischer. Mein super Meeresdeck. Pa, tut mir leid, pa. Wie spielst du denn, Adriatik? Du hast eine Locator-Karte bekommen. Ach so, ja, okay. Verdammt, das muss man lassen, Adriatik. Ich wollte jetzt Tsunami schlagen, aber jetzt ist es zu spät. Ja. Mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Ich glaube, wir gehen mal zum Kartenladen gehen, das ist immer eine gute Idee. Yo, Yogi. Joe Wheeler kam vor kurzem vorbei und verließ den Laden zusammen mit Thea Gartner. Aber etwas war merkwürdig. Auch ich bin gerade zurückgekommen. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl über die Sache. Duell! Machen wir nicht. Ach. Wer bist du? Wir sind die Gu. Dein Freund Joey Wheeler und Thea Gartner sind in unserer Gewalt. Wenn dir ihr Leben lieb ist, folgst du unseren Befehlen. Gib uns deine Deck und steig aus dem Turnier aus. Nein, du fühlst dich wohl mutig, was? Aber wir meinen es ernst. Du wirst es noch bereuen. Tschüss. Die Entführer, Thea und Joey, stecken wirklich in der Patsche. Suchen wir sie getrennt. Sie sind sicher in der Nähe. Duell! Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Och, Mann. Du aber. Duell. Och, Mann. Ja, okay. Okay, Adriatic, wir machen folgendes.
Wenn wir Hinweise finden, kommen wir ja zurück. Okay, gehen wir. Draußen ist gerade Weltuntergang? Ja. Hab ich gerade. Oh Gott, ah ja, sie wollen jetzt alle von ihren Plätzen vertrieben, aber das juckt uns ja eigentlich gar nicht, weil. Ja. Wo können wir ansetzen? Wir setzen beim Kunstmuseum an. Ne, setzen wir nicht an. Okay. Setzen wir beim Park an. Oh Gott. Alter. Draußen ist echt der Welt. Okay. Ich habe echt keinen Plan mehr. Was müssen wir jeden Ghoul besiegen? Die verdammten Ghouls, sie schlugen mich und warfen mich aus dem Turnier. Pass gut auf dich auf. Ah, ich habe eine Idee. Yo. Die Ghouls haben mich schon wieder. Es macht mich wütend. Kuckucku, dieses Turnier, so viele Schwachspieler, noch kein einziger Ghoul. Kuckucku, du siehst aus, als möchtest du besiegt werden. Okay, die sind jetzt auch nicht so schlecht, die Duellanten hier. Okay, der Weltumgang ist vorbei, ja, okay. Aktivieren wir die Karte, das bringt uns rein gar nichts. So. Wie viel Angriff hat er? Nur 600? Nein, 900, ich würde schon sagen. Okay, wir ziehen gerade wieder scheiß Karten, wenn ich das mal so sagen darf. Ah, das war's. Fuck. Vielleicht reden wir mal mit Tristan. Was soll das heißen, Theon, du Wheeler One führt? Okay, ich helfe dir bei der Information zu kommen. Wenn du es entdeckst, sag es mir. Warum muss sie Joey Wheeler immer die ganze Zeit ausschreiben? Ich meine, die nennen doch ihren Freund nicht die ganze Zeit beim Vornamen. Du schon wieder? Komm nur hier, wenn es ernst ist. Sollen wir jetzt echt so viele Ghouls besiegen wie möglich? Gehen wir mal in den Park. War hier ein Ghoul? Ich weiß nicht. Nee, war gar nicht. Okay. Ah, gehen wir ins Gebäude, gehen wir ins Gebäude. Gebäude ist bestimmt gut. Nee, auch nichts. Okay, okay. Ja, denn Aquarium. Die Ghouls sind ja, oh, ihr dominiert das Turnier, yo. Genau, so viel Glück muss man erstmal haben. Ja, genau. So viel Pech wie der muss man erstmal haben. Schade. Ich hätte gehofft, wir behalten den. Aber egal, jetzt ist eh vorbei für ihn. Jetzt haben wir nämlich den Klon. Tribut, Tribut. So, zu Ende. So, und jetzt werde ich ihn hier auf den Friedhof legen. Okay, funktioniert nicht. Okay. Dann muss er scheinbar wirklich besiegt werden. Der Sieg. Yo. Ich werde gleich nochmal gucken, ob wir wirklich alle Ghouls besiegen müssen. Die Ghouls haben die Stadt in der Hand. Du hast keine Überlebenschancen mehr. KKK, ein weiteres Opfer für uns. Das meldet sich auch noch freiwillig. Du Narr. Jo. In Verteidigungsmodus. Okay, das vernehmen wir, glaube ich, wieder. Nein! Nicht mal. Die haben Glück. Okay, ich hätte vielleicht diesmal auf die Angriffswerte gucken sollen. Nein! Darum muss erstmal kommen, dass dein Gegner auch sagt. Ach. Das war dumm, das war richtig dumm. Jo, den Zug beende ich freiwillig. So, machen wir noch ein Duell. Reden wir noch mal mit denen hier.
Die verdammten Ghoul. Sie schlugen mich und warfen mich aus dem Turnier und packst gut auf. Ja. Ich habe alle Donaten hier besiegt. Auch dich werde ich vernichten schlagen. Dorf der Gier. So, schwarzes Loch und angreifen können wir nicht. Opfern wir ihn und spielen das dunkle Magiermädchen. Jo. Angriff mit dem hier und Angriff mit dem hier und ja. Nein! ich hab's glaube ich im letzten oder vorletzten Part erwähnt. Man kann ja aus Versehen auf schwarze Loch kommen. Ja, die Zauberkarte rettet mir jetzt definitiv den Arsch. Oder auch nicht. Fuck. Angriff. Ach ja, da war ja was. Ich erinnere mich. Ach man, wieso komme ich da nicht früher drauf? Kann mir das mal jemand sagen? Lichtmonster sind effektiv gegen Schattenmonster. Das heißt, wir hätten mit unserem Engelsflügel, der total schwach ist, hier jeden zerficken können. Angriff. So. Und nochmal Angriff mit dem. Und das war's. Wir haben das Duell gewendet. Yay. 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 Ja. Das war's, ne? Opfern wir ihn hier. Spielen jetzt den Dunkle Magier. Und gewinnen, ja. Duell Sieg. Kapazität in 6,5 gestiegen. Du hast 3,6 in Domino erhalten. Du hast den Wanderer Verdammter bekommen. Aber das ist doch nicht möglich. Verloren gegen dich? Wie war das möglich? Daran wirst du dich noch erinnern. Jo. Wenn wir jetzt wieder reingehen, steht er wieder da, meine ich. Ja. Aber ich sage danke fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.